Der große Traum vom Fliegen. Für die einen wird er wahr, wenn sie selbst im Cockpit sitzen, für andere, wenn sie die Flieger vom Boden aus steuern. Doch der Spaß der Modellflieger wird nun ausgebremst von Verkehrsminister Dobrindt. Er will eine Maximalflughöhe von 100 Metern verordnen. Dabei sind ihm nicht die Miniaturflugzeuge, sondern vor allem die Drohnen ein Dorn im Auge. Immer mehr dieser Flugobjekte summen am Himmel und werden zur Gefahr für den Luftverkehr. Doch die Bodenpiloten sehen nicht ein, warum sie dafür bestraft werden sollen und wehren sich. Anton Jahn. Wenn die Piper im Maßstab 1 zu 3 abhebt, genießt Philipp Gardemin die ganze Freiheit des Fliegens. Seit Jahren verbringt er zusammen mit Gleichgesinnten im Modellflugsportverein Ettlingen gemeinsam Freizeit. Jetzt ist die Freude getrübt, denn das Bundesverkehrsministerium hat eine Höchstfluggrenze angekündigt. Selbst kleinere Modelle ab 1 Meter Spannweite sind nach einem Start in 0,x auf 100 Meter Höhe. Wir brauchen die Höhe natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Lassen Sie den Motor ausfallen, lassen Sie Probleme mit der Struktur haben. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Sicherheitshöhe, um auch wieder heil zum Boden zurückzukommen. Dabei sind die Modellflieger nicht das Problem, sondern tausende Drohnen, die mittlerweile in Deutschland unterwegs sind. Viele Piloten scheren sich nicht um Vorschriften, missachten oft die Privatsphäre anderer oder gefährden sogar mit ihren Flugmanövern Menschen. Das Problem sind die Drohnen, die wir im Supermarkt kaufen können. Im Supermarkt, im Spielzeugladen, auf eBay, auf Amazon. Denn das sind meistens Piloten, die sich gar nicht bewusst sind, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Die vertrauen einfach dem Verkäufer, der ihnen sagt, auspacken, fliegen, Spaß haben. Und das schadet der Modellfliegerei. Die 85.000 deutschen Modellflieger fürchten um ihren Flugspaß. 130.000 Unterschriften haben sie deshalb gesammelt, wollen die 100-Meter-Grenze verhindern. Der Bundesverkehrsminister verteidigt seine Pläne, für Ordnung im Luftraum zu sorgen. Uns geht es jetzt darum, klarzumachen, dass diejenigen, die Drohnen besitzen, wissen, dass es Regeln gibt, die eingehalten werden müssen. Diejenigen, die jetzt in einem Verein seit vielen Jahren sich im Modellflug bewegen und mit ihren Modellflugfliegern an eigenen Modellflugplätzen unterwegs sind, die werden von dieser Drohnenverordnung nicht beeinträchtigt werden. Noch ist nicht klar, wie diese Regelung konkret aussehen soll. Wer höher als 100 Meter fliegen will, muss wohl bald eine Art Flugschein machen, heißt es. Vielleicht bleibt den Modellfliegern die unbegrenzte Freiheit dann doch noch erhalten.